Was sich da gestern mit Jerome Powell und Apple abgespielt hat, lässt nach meiner Auffassung sehr tief blicken, was eigentlich wirklich der Fall ist an der Wall Street. Da sind ein paar Dinge ans Licht gekommen, naja, geradezu komischerweise unfreiwillig, die doch sehr, sehr sprechend sind. Und das wollen wir uns mal anschauen. Da ist ein Schlaglicht auf das geworfen worden, was Realität ist. Und alles drumherum ist so ein bisschen Schaum, könnte man sagen. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr von der Realität gestern mal wieder sehen dürfen. Starten wir mal mit Jerome Powell und seiner Aussage. Some of the asset prices are high. You're seeing things in the capital markets that are a bit frothy. Also die so ein bisschen schaumig sind, so ein bisschen blasig sind, wie eine Blase sind. That's a fact, hat Jerome Powell gesagt. Da hat nämlich jemand nochmal nachgefragt, aber übergeordnet sei das alles beherrschbar. Das kriege man schon hin. Er hat dann auch über Archegos gesprochen, diesen Hedge Fund, eigentlich Family Office, aber faktisch Hedge Fund, wo ein paar ihre Risiken nicht im Griff hatten, aber das sei nicht groß genug gewesen, um wirklich systemgefährdend zu sein. Daher nicht so ein Problem. Jedenfalls aber die Märkte, die Aktienmärkte, die Wall Street ein bisschen erschrocken, als Paul sagte, a bit frothy, also ein bisschen blasenartig. Und wir sehen, nachdem man zunächst nach oben gegangen ist mit dem Fed-Statement und den anfänglichen Aussagen von Jerome Powell, ist es dann nach unten gegangen. Da hat jemand mal ein bisschen ein Schlaglicht auf das geworfen, was wirklich der Fall ist, und schon erschrecken alle. Man fühlt sich ein bisschen ertappt, ja. Frothy, okay, klar, wenn der Fed-Chef das sagt, das hat dann schon so ein bisschen einen Nachklang der Irrational Exuberance, die einst Alan Greenspan ins Spiel gebracht hatte in den 90er Jahren. Aber interessant ist das, was Paul dann sagte, nämlich, ich will nicht sagen, dass das alles nichts zu tun habe mit der Geldpolitik, but also it has a tremendous amount to do with vaccination. Also mit den Impfungen hat es hauptsächlich zu tun. Mit uns hat es schon ein bisschen was zu tun, aber vor allem mit den Impfungen und der Reopening of the Economy. Naja, schauen wir uns mal an, wann gab es denn überhaupt die Idee von Vaccinations, also wann war diese Impfstoffhoffnung wirklich da? Am 9. November genauer gesagt. Und Reopening der Wirtschaft, das ist ja auch jetzt noch nicht so lange her, aber zwischen März 2020 und November 2020 hatten wir eine immense Rallye, da gab es also weder Vaccination noch Reopening. Dementsprechend ist das natürlich ein bisschen seltsam, was Jerome hier sagt, und Sven Hendrik schlägt vor, Mensch, dann endet doch morgen mit dem QE, stellt sofort das Quantitative Easing ein und hebt mal die Zinsen nur um 0,25%, und ihr werdet sehen, wie viel das mit den Vaccinations und mit der Reopening der Wirtschaft zu tun hat. Also hier sieht man, wie jemand teilweise die Wahrheit sagt. Jerome Powell ist ja auch nicht doof in der Birne, der weiß doch, was los ist. Teilweise wirklich die Dinge benennt, wie sie sind, um dann aber wieder eine Nebelkerze zu werfen. Vaccination, Reopening der Wirtschaft, das ist natürlich etwas, was schon ein bisschen strange ist. Insgesamt dann Tendenz bei der Fed, ja, strengthened, also die Wirtschaft hat sich gestärkt, ist besser geworden. Transitory Rise in Inflation, nach wie vor also diese Auffassung, das sei vorübergehend, eben weil die Wirtschaft öffne, aber das werde sich dann schon widerlegen. Wir brauchen noch lange Zeit, um wirklich unsere Ziele zu erreichen, deswegen müssen wir so weitermachen. Nicht die Zeit jetzt, der Tapering zu starten. Hier unten sehen wir den Balance Sheet, also die Bilanzsumme der Fed jetzt in Richtung 8 Billionen unterwegs. Und natürlich diese Preisstabilität, die Jerome Powell gleich im ersten Satz seiner Pressekonferenz zitiert hat. Maximum Employment and Price Stability. Jetzt schauen wir uns mal hier ein paar Beispiele für Price Stability an. Das sind verschiedene Charts von Lambda über Bitcoin oder Kryptowährung oder Dogecoin, was auch immer Sie wollen. Wir sehen hier also massive Preisexplosionen, Asset-Preisexplosionen. Paul hat gestern gesagt, ja, die Leute gucken immer nur so auf die Asset-Preise. Wir gucken ja auf das große ganze Bild, okay. Schauen wir uns mal hier an, was Paul dann auch noch gesagt hat. In Sachen Dollar, in Sachen Reservewährung, in Sachen Bitcoin hat das alles ziemlich entspannt runtergespielt, gesagt, ja, gezahlt wird nach wie vor fast ausschließlich mit dem Dollar, und man mache sich da keine Sorgen und keine Gedanken um Digital Currencies, etwa von den Chinesen. Wir sehen aber, dass der Dollar konstant verliert als Reservewährung in den letzten Jahren. Also die Bedeutung des Dollars nimmt immer mehr ab. Das zeigt einiges. Und was vielleicht am auffälligsten war gestern, dass die Fed praktisch optimistischer ist, auch für den Arbeitsmarkt. Wir bekommen ja bald die großen US-Arbeitsmarktdaten.
nächste Woche nämlich, hier die Non-Farmer Payrolls. Also hier der Arbeitsmarkt als zentraler Schlüssel auch für die Fed. Maximum Employment, dieses Mandat, das man neben der Preisstabilität hat, das ist sozusagen das Mantra. Aber möglicherweise wird der Arbeitsmarkt hier weiter positiv überraschen. Hier unten sehen wir, dass die Dinge sich sehr schnell beruhigt haben, dass wir möglicherweise über 1 Million Jobs dann nächste Woche sehen werden. Das ist jetzt der Schlüssel sozusagen. Die Inflation und der Arbeitsmarkt, das sind die zwei Punkte, die letztendlich bisher die Ausrede der Fed waren, dass man das macht, was man eben macht. Jetzt aber übergeordnet dürfte es so sein, dass, wie Goldman Sachs hier zeigt, wahrscheinlich schon auf der nächsten Sitzung, in der Fed im Juni dann zumindest dieses Thema Tapering erstmal aufs Tapet kommt. Es wird noch nicht sofort passieren, wird noch dauern wahrscheinlich, aber die Diskussion darüber wird kommen. Je nachdem, wie die Daten sind, wenn die ganze Geschichte jetzt so weitergeht mit Inflationsdaten, vor allem aber auch mit dem Arbeitsmarkt, dann dürfte das kommen. Aber kommen wir zu einer anderen Offenbarung, die wir gestern gesehen haben. Apple, herausragende Zahlen, Revenue, 89 Milliarden Dollar, damit 12 Milliarden Dollar mehr als erwartet. Wir sehen Earnings per Share auch deutlich über Erwartung. Dividende wird angehoben um 1,5 Cent. Und vor allem, und das ist wichtig, man autorisiert Aktienrückkäufe im Volumen von 90 Milliarden Dollar. Diese 90 Milliarden Dollar, wenn wir uns das anschauen, das ist mehr als die gesamte Marktkapitalisierung von 400 der 500 Unternehmen im S&P 500. Und da sind die größten Unternehmen der USA enthalten. Wir haben hier 330 Firmen, deren Umsatz im ganzen Jahr geringer ist im S&P 500. Also 330 von 500, deren Umsatz im ganzen Jahr geringer ist als das, was Apple jetzt mit diesen 12, irgendwas Milliarden übertroffen hat an Erwartungen. Also die machen weniger Umsatz als das, was Apple hier bessere Umsätze gezeigt hat, nur in einem Quartal. Das muss man sich vorstellen. Und vor allem diese 90 Milliarden Dollar, das ist deutlich mehr, als Apple Steuern zahlt in den USA. Und Apple ist der größte Steuerzahler der USA. Da sehen wir diese Verhältnismäßigkeiten. Da wird Geld in eigene Aktien gesteckt. Was hat das eigentlich für einen Sinn? Man weiß schlichtweg nicht, wohin mit dem Cash. Da könnte man doch vielleicht sagen, naja, dann unterstützt so ein bisschen die Dinge, die sonst so laufen in den USA. Das ist ja schwierig hier mit diesen ganzen Dingen, die zuletzt in sozialen Unruhen ja geendet sind. Aber es ist sprechend, dass sozusagen Apple mehr Geld ausgibt, als es Steuern zahlt für Buybacks. Das bringt so ziemlich alles auf den Punkt. Die ganze Dimension wird hier auf den Punkt gebracht. Apple wie auch Google sind schlichtweg zu groß. Zerschlagt sie, müsste man sagen. Sonst werden wir Probleme bekommen, wenn diese Dominanzen noch so weitergehen, dann wird alles andere an die Wand gedrückt. Ich hatte über die Dominanz bei Google schon gesprochen. Es ist die beste Suchmaschine, gar keine Frage. Deswegen kann man ja leider nicht auf sie verzichten. Aber das Problem ist, alle müssen das tun, was Google will. Dass zumindest alle Publisher, also alle, die sozusagen als Medium auftreten, wenn sie Geld verdienen wollen, und das kann man mit Google, dann müssen sie sich da anpassen, statt eben an vielleicht einen Wettbewerber, zwei, drei andere Wettbewerber, das ist das Problem. Und jetzt kommt Gegenwind, wir haben nächste Woche zwei Bücher, die hier veröffentlicht werden, beziehungsweise übernächste Woche. Amy Klobuchar von den Demokraten, eher eine linke Demokratin, wie auch Josh Hawley von den Republikanern, so ein bisschen ein rechter Republikaner, könnte man sagen, sehr starker Fokus auf die Arbeiterschaft, so ein bisschen dieses Make America Trump Again, könnte man sagen, also die kleinen Leute im Fokus, bei Trump war das eher so ein Spruch, nie wirklich ernst gemeint, da ging es vor allem um sein eigenes Vermögen und das seiner Kumpels, das hat, glaube ich, schon Priorität gehabt. Jedenfalls sind diese beiden sehr unterschiedlichen Player, nämlich Klobuchar wie auch Hawley, die beide eine wichtige Rolle in ihrer Partei spielen. Hawley könnte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Die setzen sich beide für eine Zerschlagung der Tech-Konzerne ein. Also der Gegenwind ist nicht nur bei den Demokraten da, sondern auch bei führenden Repräsentanten der Republikaner. Kommen wir zum S&P 500. Der hat gestern sich kaum bewegt im Vorfeld der FED-Sitzung. Es gab nur 7 andere FED-Tage, wo der S&P 500 in einer
noch kleineren Range gehandelt hat, seit 1994. Wir sehen hier oben, wir sind nach wie vor an dieser Trendlinie, jetzt über der 4200er Marke. Wir sehen, wenn wir uns das mal anschauen, hier das Volumen im Spider oben, diese Grafik, 51,24 Millionen sind da bewegte worden. Das ist nochmal ein neuer Minusrekord in diesem Jahr. Der vorherige Minusrekord stammte vom 27.04., also vom Dienstag mit 51,3 Millionen. Gestern Energy, vorne Technology, hinten. Und wir schauen uns mal den VIX an, da könnte was passieren. Die beste aller Welten ist jetzt da. Wir haben hervorragende Apple-Zahlen. Wir haben die Fed, die gesagt hat, wir schauen ja mal, bis die Dinge so ein bisschen explodieren. Und dann werden wir unsere Wundertüten auspacken und die Explosion in die Wundertüte stopfen. Gell? Das haben wir drauf, ne? Durch unsere Instrumente, um die Inflation zu bekämpfen. Also das ist natürlich so schön, wie es schöner nicht geht. Heute kommt Amazon noch, das wird wichtig, weniger schön war, was Ford gestern gemeldet hat, weniger jetzt der Umsatz oder der Gewinn des Unternehmens, als vielmehr diese Chip-Shortage, Microchip-Shortage, also dieser Mangel an Chips, der dazu führte, dass man wohl nur 50% dessen überhaupt produzieren kann, was man produzieren möchte. Und das gilt ja nicht nur eben für Ford, das gilt für andere Autokonzerne, das gilt auch für Apple und Konsorten, die werden damit richtig Probleme bekommen oder haben sie schon. Wir haben gestern die Ansprache dann, anderes Thema, von Biden gehabt. Da hat er ja die Rede an die Nation gehalten, State of the Union, aber es zeichnet sich ab, dass diese ganze Infrastrukturgeschichte deutlich schwieriger wird. Die Republikaner sagen, aufspalten oder gar nicht. Einige Demokraten sagen jetzt, also mit dieser Gegenfinanzierung durch Anhebung der Kapitalertragssteuer muss nicht sein, wir können es doch gleich Defizit finanzieren. Das bringt alles auf den Punkt, weswegen möglicherweise der Dollar und US-Staatsanleihen irgendwann Probleme bekommen. Aber heute werden wir erstmal wahrscheinlich eine sehr gute Zahl zum US-BIP, 14.30 Uhr bekommen, eine Erwartung von gute 6%, erste Veröffentlichung im ersten Quartal. Das wird ein absoluter Hingucker heute. Das wichtigste Ereignis heute vor den Amazon-Zahlen, 14.30 Uhr bei finanzmarktwelt.de. Also, wir haben gestern einen Tag erlebt, der manches offenbart hat. Dieses Erschrecken, dieses kurze Zusammenzucken der Wall Street, als man sie ertappt hat und ihr sagt, pass mal auf, da sind ein paar Blasen. Der Fall, aber dann die Aussage von Paul, ja, das ist ja wegen die Vaccinations, gell, und der Reopening und dann die Apple-Zahlen mit diesen absurden Dimensionen, wo ein Unternehmen so dominant ist, wo es viel mehr Geld in eigene Aktienrückkäufe steckt, als Steuern zu bezahlen. Das bringt vieles auf den Punkt. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.